So, wir machen mal wieder was Interessantes. Ich will nämlich jetzt mal endlich dieses neue Update, 24.1 müsste es heißen, also die aktuelle PUBG-Version, will ich mal ausprobieren. Da gibt es ja jetzt alle möglichen lustigen Dinge anscheinend, hier irgendwie so Blue-Chip-Sensoren und alles drum und dran. Ich habe die ganze Zeit eigentlich damit zugebracht, Diablo zu spielen. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe das Spiel jetzt zum ersten Mal mit diesem neuen Update. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr traurig auch, dass mein Kaffee leer ist, aber da kümmere ich mich später drum. Mal schauen. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Wir dürfen gespannt sein. Sind überhaupt unsere Missionen? Kills, Healing Items, Assault Rifle. Assault Rifle. Okay, alles klar. Kills, Healing Item und Assault Rifle. Ich gehe mal nach Rotzhock. Wir probieren das mal. So. Kurzen Überblick verschaffen hier. Was sagt denn. Okay, es sind noch ein paar am Start hier. Alles klar. Könnte gut sein, dass es hier jetzt gleich voll wird. Vermutlich. Und rein ins Haus. Für uns was, Acer. Was war denn das hier? Tactical Carrier. Achso, Moment. Was nehmen wir? Das ist nämlich das. Ich will das Spotter Scope. Vielleicht will ich auch nicht das Spotter Scope, sondern einfach nur eine Knarre. Schießt auch, ne? War das der Typ, der gerade auf uns schoss? Ein Blue Chip dabei zu haben, ist, glaube ich, nie verkehrt. Waren. Gott, ich bin überhaupt nicht mehr in dem Game drin. Und nicht nur das, nein, ich habe auch mein Tactical Pack. Noch nicht. Passt, ne? So, jetzt lasst mich mal ganz kurz hier in dieses Tactical Kit Dings. Na, wir haben hier. Immer noch diesen Blue Chip Detector. Jetzt probieren wir das mal aus. Okay, und wie geht das jetzt?
Ja, und wie kann. Ah, okay, warte mal. Verstehe. Wie kann ich auf den wechseln? Ah, okay, ich habe denn noch gar keine Taste zu. Ich höre jemanden rumrennen die ganze Zeit und der ist aber nicht auf meinem Blue Chip Detektor und ich bin mir sicher, dass die hier in der Nähe ist. Das bedeutet, er hat den Blue Chip vermutlich weggeworfen. Will ich da nicht dran haben? Weißt du, dass der Typ da oben ist? Müssen jetzt mal ganz kurz darauf und den wegwemsen. Nicht? Hier muss sein hier. Okay. Hier um. Ist der Spezi? Wollte nämlich eigentlich das Technical Scope nehmen. Ach, die sind alle schon auf. Ach, ja, jetzt habe ich die komplette Karte aus dem Visier verloren. Alles klar, ich brauche ein Auto. Ne, wir lassen es so, wie es ist. Lassen es so, wie es ist. Ich tue meinen Blue Chip weg. Kann ich den nicht wegwerfen? Ach was, du kannst den Blue Chip nicht wegwerfen. Das ist ja witzig. Okay, man kann seinen eigenen Blue Chip nicht wegwerfen. Ich war so sicher, dass ich den Blue Chip wegwerfen kann, aber den kannst du nicht wegwerfen. Alles klar. Das macht natürlich die Situation sehr interessant. Ich habe keinen Scope One. Ich brauche einen Scope One. Und zwar ein Zweifach. So, jetzt wird auf jeden Fall mein Blue Chip Detektor. Jetzt können sie mich nicht mehr detektieren hier. Was ist das? Ich brauche nur einen Red Dot oder sowas. Kein Vierfach. Da bin ich jetzt nicht so glücklich mit meinem Loadout. Metal to the Metal. Also, Blue Chip Detektor ist komisch. Ich habe den Typen rumlaufen hören, ich bin mir hundertprozentig sicher. Und der hat aber, wurde aber durch meinen Blue Chip Detektor nicht detektiert. War der? Ist der jetzt da rein? Ist der jetzt da rein oder was? Eins. Zwei. Ja, jetzt im Ernst. Der andere ist sehr weit weg, den nehme ich jetzt, den mache ich mir nicht. Auch laut, ne? Machen wir ein bisschen leiser. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal in die Top 50% gekommen. Dieser Blue Chip Detektor, ich bin nicht sicher, ob das ein cooles Teil ist, ganz ehrlich. Da bin ich mir echt noch nicht sicher. Ich hätte lieber mal das Spotter Scope ausprobiert. Den Blue Chip Detektor, ich glaube, der Blue Chip Detektor ist everybody's darling. Jeder findet den jetzt irgendwie super. Aber ich glaube ja, dass das Spotter Scope eigentlich cooler ist, wenn es automatisch die Gegner detektiert. Das hätte ich gerne auch mal ausprobiert. Da ist er.
Habe ich eine Handgranate? Wahrscheinlich schon, ne? 1, 2, 3, 4, fertig! Oh, das war dumm. Ein Klassiker. Weiter geht's. Warte mal, lass mich noch mal ganz kurz hier den Blue Chip Detektor anschmeißen hier. Ah, links klick. Ja, okay. Habt ihr das gesehen? Der hat jetzt kurzes angezeigt, den Typen. Da müsste doch. In der Box müsste doch der Blue Chip von dem. Ach so, oh mein Gott. Man muss sich das eine halbe Stunde. Oh mein Gott. Man muss das Ding sich eine halbe Stunde anschauen. Oh mein Gott. Also, nee, sorry, aber Blue Chip Detektor ist ein Mist. Ich freue mich schon drauf, wenn die Leute sich die ganze Zeit, wenn die Leute die ganze Zeit in diese Detektoren reingucken, wie heutzutage die Kinder in der Metro in ihre Handys. Da muss ja auch noch irgendwo anders sein, aber ich habe da jetzt keine Lust, mich mit denen anzumachen. Legen wir uns mit denen zusammen? Könnte man ja machen, ne? War da einer? Da ist einer. Come on, dude. Weiter geht's. Ich glaube, das ist eher eine Ablenkung als wirklich was Sinnvolles. Ich kann mir schon diese eine oder andere Situation vorstellen, wo das, dieser Blutschick-Detektor was bringt. Wenn man wirklich irgendwie so, keine Ahnung, am Campen ist oder so. Aber, man weiß nicht. Ich will eigentlich lieber... Da waren noch ganz viele, oder? Ich muss jetzt leider erstmal hier in die Zone. Mich ja nicht um jeden kümmern hier. Eins nach dem anderen. Oh, ist das so knapp. Wo ist er denn, der Bursch hier? Da! Oh. Danke. Da sehe ich auch noch einen Wusel. Das war's. Hier ist ja echt viel Kundschaft. Den hatten wir auch. Aber da hinten war noch einer, oder? Direkt vor meiner Nase? Ne, da war keiner. Okay, alles klar. So. Jetzt in aller Ruhe schauen, aber links war auch noch was. Da drüben habe ich auch noch einen gesehen. Hier. Der. Aber da auch noch einen ab. Zu meinem Ernst, wo ist der andere Spezi da? Okay. Hinter uns auch noch. Halleluja, da geht's ja runter. Mal hier. Danke. Und weiter gejagt. Und jetzt einmal auf die Brücke. Oh mein Gott, wenn ich jetzt die Brücke, das wird hässlich. Gas, 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 auf die Brücke hier. Noch 18 am Leben.
Also dafür, dass ich jetzt irgendwie schon seit, keine Ahnung, 2 Wochen nur noch Diablo gezockt habe und nicht mehr wirklich PUBG, bin ich überrascht, wie gut ich dieses Spiel noch kann. Ich habe gesehen, dass da drüben einer ist. Und ich glaube auch, dass er mich gesehen hat. Nein! Ich glaube, ich habe ihm ganz gut eine mitgegeben. Schauen wir mal. Nochmal hier. Oh, naja, ich habe es doch gewusst, ne? Ich habe es doch gewusst. Ja, habe ich ein bisschen einmal zu schnell getappt. Na, was soll's. Noch 13 am Leben. Also, Resümee der Geschichte bisher. Dieser komische Heartrate-Detektor ist, glaube ich, nicht. Oder Herzschlag-Detektor, stimmt ja nicht. Blutchip-Detektor ist, glaube ich, nicht die super Waffe, wie sie immer dargestellt wird. Das glaube ich nicht. Ich bin gespannt aufs Spotter-Scope, das ist, glaube ich, gut. EMT-Gear macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn man sich selbst nicht mehr schneller heilen kann. Also gerade für mich, wo ich viel Solo spiele, ist, glaube ich, dieses EMT-Gear macht nicht so viel Sinn. Da rechts ist einer. Hat er das gecheckt? Oh mein Gott. Lol, da kann ich... Warum? Ein Traum. Ja, das war lustig. Zu ein Schmarrn. Was haben wir sonst noch zu? Die Drohne ist, glaube ich, auch ein bisschen genervt worden. Die hat jetzt weniger Reichweite. Ich weiß gar nicht, müsste nachschauen. Also die Drohne ist, glaube ich, nach wie vor eigentlich ziemlich cool. Also könnte ich mir vorstellen. Dann gibt es die Repair-Kits. Repair-Kits reparieren Autos. Und Equipment, also Helm und Westen. Das ist, glaube ich, auch was Feines. Das könnte ich mir vorstellen, dass das was Feines ist, gerade im Solo. Weil wenn man eine Level 3 Weste reparieren kann oder ein Level 3 Helm, dann ist das schon eine coole Sache. Dann gibt es noch, wie gesagt, diesen Herzschlagsensor, der meiner Meinung nach, also ich glaube, der wird krass überbewertet, gerade von allen. Der ist irgendwie jedermanns Killer-Feature, sehe ich nicht so. Du musst die ganze Zeit auf dieses Display gucken, alle 8 Sekunden blinkt es dann. Weiß nicht, also ich bin nicht überzeugt, ob das... Die Profis werden wahrscheinlich das Ding weniger nutzen, als viele jetzt vermuten. Und dann gibt es noch das Tactical Pack, das auch, glaube ich, ziemlich cool sein kann, weil man halt eine dritte Waffe dann eigentlich zusätzlich dabei haben kann. Also da glaube ich schon, dass das Tactical Pack ein Revival erleben wird. Und das Tactical Scope hat auch noch ein ziemlich cooles Feature jetzt bekommen. Ich glaube, das trackt die Gegner irgendwie oder markiert die automatisch. Ich bin nicht sicher, ob das so ist. Das muss ich im nächsten Match mal ausprobieren. Ihr habt ja gemerkt, ich hätte eigentlich lieber das Tactical Scope genommen, aber ich war einfach zu neugierig auf diesen komischen Heartrate-Sensor. Heartrate-Sensor wird wahrscheinlich nichts sein, mit dem ich öfter spiele, weil ich da, weiß nicht, ich sehe einfach den Benefit nicht. Und ich glaube, was auch noch geändert wurde, ist, dass diese Verzerrung am Rand vom Scope, kann es sein, das ist auch neu. Achte ich jetzt zum ersten Mal drauf. Seht ihr das? Diesen Abbildungsfehler, diese optische Verzerrung am Rand vom Scope? Ich glaube, das ist neu. Da ist direkt vor deiner Nase. Dude, er ist direkt vor deiner Nase. Oh mein Gott. Naja, egal. Jetzt bist du tot. Du wirst jetzt sterben. Das wirst du nicht überleben, Junge. Du spielst wie ein Bot. Auch wenn du keiner bist, ich weiß es. Aber... Ja, du weißt schon, dass da einer mit irgendwie so Elite-Skins da in dem Rauch sitzt. Der wird dich jetzt gleich... Schmeiß eine Granate da rein. Oh Mann, ey. Ich glaube, Kippisch wird jetzt ins Gras beißen. Meine Vermutung, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber wenn Kippisch diesen Encounter überlebt, dann, ja, genau,
Hätte mich gewundert, ne? Was halt auch witzig ist, dass er den Typen, der hinter ihm war, nicht gehört hat. Okay, und ich vermute mal, dass UA plus UA dieses Ding gewinnen wird. Direkt hinter Kipisch war übrigens noch einer. Weiß nicht, das hat er nicht gecheckt, glaube ich. Ich habe die Schritte gehört, als er an dem anderen den Heady verpasst hat. Also da muss noch einer sein an der Stelle. Das ist das, was ich meine, wenn du ein bisschen Erfahrung hast mit dem Spiel, dann kommst du auch ohne Heartrate-Sensor eigentlich. Kannst du relativ gut klar feststellen, wo die Gegner sind. Genau. Ah ja, eine coole Hose an, ne? Das muss man mir mal lassen, ne? Der andere scheint... Ja, nice! Der ist krass. Und wenn er hat kein Repair-Kit. Ne? Hätte er ein Repair-Kit, könnte er seine Militärweste und seinen Level-3-Helm reparieren. Das ist das, was ich meine. Also ich glaube, dieses Repair-Kit kann richtig mächtig sein. Er hat dieses EMT-Gear, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil... Ist das das EMT-Symbol auf 6? Das ist Symbol für das EMT-Gear? Ich weiß es gar nicht. Doch, müsste sein, ne? Ja. Das bringt halt gar nichts im Singleplayer. Also es gibt dir halt keinen Vorteil. Das weiß ich nicht, ob er das weiß. Also wenn er dieses Healing Pack hat, das Ding bringt dir nichts mehr im Singleplayer. Es bringt dir nur noch was im Multiplayer, weil für dich selbst bei der Heilung bringt es keinen Vorteil von der Zeit. Also er hat sich irgendwie die schlechteste aller Varianten ausgesucht, aber er wird wahrscheinlich trotzdem gewinnen, weil er einfach Tier 2 Level 149 ist und dementsprechend vermutlich weiß, was er tut. Irgendwo lungert noch einer rum. Wenn der jetzt nicht gerade die P90 hat und irgendwo campt, dann sehe ich eigentlich da wenig Chancen für den anderen Typen. Aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Wir warten jetzt mal ab. Spotterscope. Spotterscope ist, glaube ich, was richtig Cooles. Das muss ich als nächstes mal ausprobieren. Wenn es tatsächlich so ist, dass es automatisch die Gegner markiert. Weiß nicht, ich habe da diverse Dinge online gesehen in irgendwelchen Videos. Kann sein, dass... Ja, also ich muss es ausprobieren. Aber ich finde es ganz cool, dass am Anfang dachte ich, dieses neue Update macht das Spiel kaputt, weil dieser Herzschlagsensor da natürlich jetzt irgendwie auf dem Papier erstmal übermächtig aussieht. Aber wenn man tatsächlich mal ein Spiel gespielt hat, dann merkt man, naja gut, so episch ist dieser Herzschlagsensor auch nicht. Vor allem, weil halt nur alle 8 Sekunden dieses Ding auftaucht und du musst halt dann wirklich... Also wenn du zweimal den Blip sehen willst, musst du halt 16 Sekunden da reingucken. 16 Sekunden ist in diesem Spiel eine Ewigkeit. In 16 Sekunden kann da jemand anderes mit dem EMT Gear 2 Leute wiederbeleben. So, was ist jetzt hier? Kommt da was oder wie? Der andere lurcht da oben wahrscheinlich irgendwo auf der Kuppe rum und wahrscheinlich eher so ein defensiver Player. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, seht ihr ihn hier? Ich war übrigens ganz überrascht. Lass mich mal kurz nochmal schauen, wie viele Kills ich gemacht habe. 12? Dafür, dass ich seit, glaube ich, einer Woche nicht mehr gespielt habe. Beziehungsweise Diablo nur gespielt habe, ist das gar nicht schlecht. Ich sehe nicht. Seht ihr? Hm. Rechts. Rechts, 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 rechts. Haha, er wurde von seinem Wort. Ah, das war lustig. Da ist er. Oh mein Gott, und jetzt rennt er auf der offenen Fläche zu diesem Drop hin. Oh mein Gott.
Ja, das war. War das. War der Typ, der war noch ein Bot, oder? Keine Ahnung. Naja, also. Was lernen wir? Wir lernen. Herzschlagsensor bzw. Blutchipsensor ist nicht übermächtig und es gibt einiges noch auszuprobieren mit dem neuen Update. Und ich finde es bisher eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte, das wäre viel schlimmer, aber am Ende am Gameplay hat sich jetzt nicht so viel dramatisch verändert. Freut mich, das Spiel ist nicht tot, wie ich zwischenzeitlich vermutet hatte. Und ansonsten, ja, sage ich Servus. War schön, dass ihr zugeguckt habt und schaut's beim nächsten Mal gern wieder zu. Macht's gut.